Rechts geht Vincent Moreno. Kriegt jetzt auch den Ball. Moreno könnte flanken. Wird abgefälscht, die Flanke noch. Kommt ganz hoch in den Strafraum. Erstmal rausgeköpft. Zweiter Ball bei Marcos. Lässt tropfen auf Wachs. Der mit dem Schuss. Aber geblockt. Marcos im Liegen. Nochmal nachgesetzt. Starker Balleroberung von Ronny Marcos. Dima Nazarov dann mit dem Ball. Bringt den Butterweich auf den langen Pfosten. Aber Ron Belinski schafft es nicht mehr. Sökler über die linke Seite geschlagen. Der Ball. Starker Trick da von Aliokscha in den Lauf von Sökler. Der grätscht den Ball nochmal ab. Zweiter Ball wieder bei Villingen mit dem Abschluss. Abgefälschter Ball, weil Sorge sich dazwischen wirft. Ivo Kolic auf den zweiten Pfosten gezogen. Kopfball Sökler und 1:0 für Villingen. Das ist der Rückstand für den OFC nach einem Standard. Marcel Sökler macht es durchs Zentrum von Villingen und dann gut gespielt. Sökler auf rechts geschickt, das ist sehr schnell gekontert. Sökler, ein Übersteiger gegen Sorge, dann der Abschluss und Brinkis erstmal geklärt. Der zweite Abschluss segelt dann über den Kasten. Zieht jetzt ins Zentrum, ja, findet Barry, aber der Pass zu ungenau. Kommt da nicht dran, gut nachgesetzt und Ballgewinn, Boubacar Barry. Barry auf der linken Seite, geht ins 1 gegen 1, mit links der Abschluss, abgefälscht, weil sie sich immer wieder dazwischen werfen mit Allemann. Chesen immer noch mit dem Ball am Fuß, legt jetzt zurück, wird dann gefoult von Tadic. Hat der Schiedsrichter nicht gesehen oder gibt jetzt Vorteil. Dima Nazarov mit dem Schuss und dem Tor! Dima Nazarov, er löst uns mit einem seiner Kabinettstückchen. Ganz, ganz starker Weitschuss von ihm, mit rechts ins lange Eck gezwirbelt. Irgendwie auch ansatzlos, weil er war so ein bisschen auf dem Weg ins Fallen oder aus dem Ungleichgewicht, aber dann noch so einen Schuss rauszuhauen. Und Villingen kontert mit schnellen Schritten. Ceylan gegen Brinkis, Ceylan vorbei an Brinkis und mit dem 2:1 für Villingen. Das ging blitzschnell, wieder das frühe Tor von Villingen in dieser zweiten Halbzeit nach gerade mal 6 gespielten Minuten. Bleibt dann Ceylan cool. Konter Villingen über die linke Seite. Kommen sie mit weiten Schritten. Nochmal ein Haken, dann die Flanke auf den langen Pfosten. Annahme, Kurani, Abschluss, aber abgefälscht. Von Ronny Marcos, der in höchster Not klärt. Wenn der Schiedsrichter hier so 4 bis 5 nachspielen lässt. Sehr, sehr viele Wechsel, viele Verletzungsunterbrechungen. Einwurf kommt jetzt rein, Abschluss. Und 3:1 Villingen. Das kann es doch alles gar nicht sein. 3:1 Torschütze, der Mann mit der Nummer 16, wenn ich es richtig gelesen habe, Mustafa Fatiras. Nach diesem Einwurf, der verlängert wird, lauert er dann am 5-Meter-Raum und schafft es mit einem Volley Johannes Brinkis zu überwinden. Und das ist das 3:1 für Villingen. Knote, komm Junge, bring sie ruhig. Schickt aber nochmal Wachs auf die Reise in Richtung Grundlinie, nochmal zu Knote. Knote, nochmal zurückgelegt, Abschluss, Mustafa. Und da ist der Anschlusstreffer für den OFC. 3:2. Waldrin Mustafa und es sind noch 3 Minuten auf der Uhr.